Heute kommen wir hier echt nicht so gut voran, finde ich. Immer noch Doppel Speed aktiviert. Ich habe auch keine Ahnung, wo hier der Tempel ist, ne? Das ist die Stadt hier. Dass wir da alles gesucht gefunden haben. Und noch ein Feinschmied müssen wir immer noch gucken. Machen wir hier normal Speed an wieder. Spirtenheiler. Schlosser. Einbrecher. Oh, das ist ein Ausbilder. Da waren wir doch überall schon. Und hier kommt man wieder zurück, ne? Haut da bitte einfach jetzt ab. Was ist das hier? Nein, ich guck nach. Nützt nix. Ich werde hier sonst wieder ewig rumlaufen. Da. Ich müsste, wenn eine Waffe spielt, Mitgliedschaft Erdmagie. Heiler 18. Die 18 ist es. Die ist hier. Aha. Aha. Ist das ja da. Hau mal ab. Hau 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 ab. Echt. Stehen hier aber auch echt die ganze Zeit im Weg, ne? Wie kann ich euch helfen? Passt auf euch auf. 280. Aber vom Ding her bräuchte ich halt auch den Zauber jetzt mal dafür, ne? Dass ich das alles wegmachen könnte. Oder wir gehen halt erst eine andere Quest an. Das könnten wir auch machen. Müssen wir eh nochmal in eine andere Stadt? Ah, könnten wir dann aber auch wiederum die Entgiftungszauber, jetzt war das ja Heilungszauber für Krankheiten und sowas alles lernen dann mal, ne? Das machen? Also heilen lassen müssen wir uns eh, aber das könnten wir auch in einer anderen Stadt dann machen. Ich glaube, das machen wir. Komm, ich habe auch keinen Bock auf die Höhle hier irgendwie. Will ich rausschieben bis sonst wann. Kein Bock auf die Höhle. Schnell weg hier. Komm, hier, macht ein Fliegen an oder Halbfliegen. Dann hauen wir jetzt ganz schnell ab aus diesem Tal, ey. Echt verdammt nervig, die Gegend. Vielleicht finden wir auch bis dahin irgendwann mal einen Feinschmied, damit wir dann endlich vielleicht die Truhen öffnen könnten. Hier finden wir jetzt einen Feinschmied. Schornsteinfeger, passant. Räuberkönig. Nein, finden wir nicht. Feinschmied!
Oh, sehr, sehr schön. Schönen guten Tag. Seid gegrüßt. Ein bisschen komisch aus. Wir haben jetzt gesagt, dafür lassen wir XP weg, ne? Und XP bräuchten wir eigentlich erst später im Spiel, richtig? Gold. Dann müssen wir dich entlassen. Und dann nehmen wir dich auch. Seid gegrüßt. Anheuern, zack. Ich hoffe, jetzt kriegen wir alle Truhen auf, ne? Es wäre eigentlich wichtig, wenn wir nochmal zurückgehen und die Truhen öffnen, ne? Na komm, dann haben wir das hinter, oder? Heute komme ich nicht gut voran hier. Komme ich auch damit schnell die... Bin ich hier richtig den Weg? Aber auf jeden Fall nicht falsch, ne? Ja. Reisen ist meine Lieblingsbeschäftigung hier in dem Spiel. Was sind denn da? Was war hier oben nochmal? Auch die Hügelgräber? Ist das ein anderer Eingang oder bin ich hier die ganze Zeit gewesen? Nein. Nee, war ich doch nicht, oder? Soll mich das jetzt beeindrucken? Ist ein anderer Eingang. Nichts wie raus hier. Hier. Das ist ein anderer Eingang, definitiv. Von da komme ich. Du kannst ja mal einen komischen Federfall anmachen. Sterbe ich hier nämlich gleich. Ah, Double Speed ist da doch schon ganz angenehm für die Strecken. Aber ein bisschen hakelig ist das dann doch, finde ich, man merkt es manchmal. Wenn das Spiel dann doch nicht ganz damit klarkommt, ne? Ich hoffe ja, mein PC schafft das. Ah ja, klar. Kann er ja gar nicht schaffen. Jetzt wollen wir jetzt hier die Truhenkopf versuchen, ne? Oh, ich hasse diese Stadt. Die Gemächer müssen wir auch noch plündern können. So, hier sind Truhen. Den Speicherstand wollte ich gar nicht überschreiben, aber naja. Schon. Na, hat sie? Hab's schon. Hat sie. Nice, das geht jetzt. Können wir jetzt, glaube ich, alle plündern. Sehr schön, sehr schön. Zumindest hat das heute funktioniert. Verschwinde! Verschwinde! Verschwinde und komm nie wieder. Geh weg und komm nie wieder. Gollum ist schon ein cooler Charakter. Herr der Ringe. Aber generell. Hobbit ist er ja auch nochmal dabei. Verschwinde! 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 Also das ist echt ein Krampf, hier durchzukommen. Wo du dann merkst, ah, hier musst du gar nicht längs. Hier musst du halt echt längst. Ich war da schon. Ich hab so. Hier unten ist die Erdgürtel. Das habe ich mir gemerkt. So, dann müssen wir jetzt hier. Und da kommen wir. Dann kicken wir hier mal nach. Hier waren die Gemächer, meine ich. Ja. So, das wäre jetzt nochmal wichtig, ob wir das schaffen.
Hier ist nix. Hab's schon. Geil, das klappt jetzt alles. Hab's schon. Das ist schon mal wichtig. Zumindest bis wir die Erdmagie soweit haben. Wem soll das denn nützen? Kein Platz mehr. Hier zum Verkaufen später? Ist das schon? Kenn ich nicht. Wem soll das denn nützen? Weiß nicht. Hab's schon. Hoho. Endlich wieder looten. Das kriegt sie, ne? Wem soll das denn nützen? Oh, Feuerresistenz. Und plus 4. Wem soll das denn nützen? Plus 6er Schild, eine Axt. Ganz nett. Aber unnütz. Weiß ich nicht. Ganz nett. Aber unnütz. Knüppel. Alles voll. Kenn ich nicht. Ah, du hast noch so ein Schild hier. Wem soll das denn nützen? Das kannst du schön tragen. Und ein 5D2-Bogen. Ah, der ist schon gut, der Bogen von ihr. 5D2-Bogen, auch nicht schlechter. Und schlechter? Das ist der Standardbogen, ne? Hm. Ah, den nochmal aufmachen. Hab's schon. Hatten wir wahrscheinlich schon geöffnet, ne? Hier waren wir auch drinne. Waren wir hier drinne? Bestimmt, ne? Hab's schon. Nö. Gift heilen, wichtig. Ganz nett, aber unnütz. Das einzige Gute ist, dass das Inventar voll ist, während wir noch hier oben sind. Dann können wir nämlich gleich nochmal hier erstmal verkaufen. Hab's schon. Hier sind nur die Fässer. Hier waren wir, ne? Hier waren wir denn ja auch. Mach mal Updates. Ja, hier waren wir safe. Ich hasse es hier. Und ich verlaufe mich die ganze Zeit. Also die Stadt, wenn sich die ausgedacht hat. Hab's schon. Sollte verknackt werden, wirklich. Hab's schon. Da ist eine Truhe. Hab's schon. Okay. Seid gegrüßt. Genau. Jetzt finde ich nochmal einen Feinschmied hier. Kann ja nicht wahr sein. Kann nicht sein, dass ich jetzt hier auch nochmal so einen finde. Also diesen Partner, wo wir hier die ganze Zeit rumlaufen mit Zwergen. Ich hoffe, dass... Kommt nicht nochmal wieder, ey. So, kurz mal verkaufen. Die haben zu. Die haben zu, Alter. Die haben immer zu. Aber auch so. Gerade erst zugemacht. Sucht ihr etwas? Ganz viel noch gar nicht erkannt. Danke für euren Besuch. Weiß ich nicht. Oh, weiß nicht. Kriegst auch du den, auch wenn du es noch tragen kannst. Ah, Feuerresistenzschild. Dafür ist es schlecht. Meiner Meinung nach. Die Ark können wir eigentlich auch verkaufen.
Kein Platz mehr. Kein Platz mehr. Sucht ihr etwas? Danke für euch. Den muss er noch erkennen. Kenne ich nicht. Den muss er noch erkennen. Ich weiß nicht, was das ist. Ganz nett, aber unnütz. Eine Kappe habt ihr alle schon, ne? Auch die bessere. Er noch nicht. Kann das dahin? Der kann dahin. Uff, dann kann es auch verkaufen. Waffentechnisch habe ich jetzt noch den Bogen durch. Keinen Platz mehr. Auch so gar nicht. Gar keinen Platz mehr, ne? Du noch, das noch und das Kein noch. Kein Platz mehr. Sucht ihr etwas? Wir kaufen bam, bam, bam. Und jetzt habe ich eigentlich nur noch Rüstung, ne? Danke für euren Besuch. Keinen Platz mehr. Nicht noch mit Aufräumen irgendwie hinbekommen? Wahrscheinlich nicht. Egal. Sucht ihr etwas? Verkaufen. Ah, das falsche. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Reich aber geistig. Bis bald. Was ist da denn für ein langer Löhrig? Harpienfedern? Wo hab ich die denn gefunden? Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Können wir doch hier schön in die Ecke packen. Das passt doch gut. Was ist das? Schwefelregen. Wo habe ich das denn alles gefunden manchmal, ne? Oh, die ganzen Schriftrollen, ne? Alle, die ich doppelt habe, glaube ich, verkaufe ich jetzt. Aber merkt ihr das mal, dass ich die doppelt habe? Und Tote Feuerjagd hatte ich doch, oder? Ey, Feuerstrahl, Giftnebel, Feuerresistenz, Eisstrahl, Furchtverjagen haben wir. Oder, da, Furcht verjagen und entfernen, wo ist da jetzt der Unterschied? Weiß ich nicht, hoffen wir mal, dass das gleiche ist. Feuerstrahl hatten wir auf jeden Fall. Todesschwarm hatten wir doch auch, oder? Untote verjagen hatten wir hier unten, meine ich. Oder? Langsam hatten wir aber. Ganz weg. Telepathie. Eisstrahl hatten wir. So. Ein paar weniger, ne? Müssen auch noch lernen. Was soll das denn sein? Da können wir eigentlich mal so machen. So. Was ist das denn für ein Buch? Stein zu Fleisch. Das muss sie noch lernen, ja. Zutaten will ich alle so behalten. Das verkaufen. Weiß ich nicht. Lernbuch. Ganz nett, aber unnütz. Das habe ich vorhin gekauft, das Buch. Jetzt habe ich es einfach gefunden. Die besten Rüstungen. Bis bald. Jetzt muss ich den Rahmenschlamm nochmal finden. Ich habe keine Lust, den Rahmenschlamm zu finden. Ich glaube, dass er da ist. Bin mir gar nicht sicher. Puh, der hat mich Nur gefunden. Die besten Zutaten. Hallo, wie geht's euch?
Zumindest habe ich jetzt ganz gut Gold. Danke. Bitte. Wollten wir hier noch irgendwas? Die unten die Truhe noch öffnen. Das eigentliche. Wenn wir die Speed wieder runter machen. Weil ich hier mich auch wieder verlaufen werde. Ist einfach nichts. Einfach nichts. Also vorhin habe ich zigtausend Truhen gefunden. Die ich dann jedes Mal mich geärgert habe, dass ich die nicht aufmachen kann. Und jetzt finde ich einfach keine. So, bitte leg die jetzt einfach auf. Hab's schon. Sehr schön. Ganz nett, aber oh, unnütz. Moment, dieses... Ja, kann ich auch noch verkaufen. Ganz nett, aber auch unnütz. Verkaufen. Hab's schon. Ganz nett, aber unnütz. Verkaufen. Geld, 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 Geld. Geld regiert die Welt. Dolch, komischer Stab. Gift heilen. Wichtig. Aber waren auch noch ein paar mehr Truhen. Cherries. Wo seid ihr, Cherries? Das Erz noch gar nicht abgebaut? Lul. Müssen wir auch nach Erisama wieder zurück, um die Rüstung und sowas zu reparieren. Nicht zu reparieren, zu herzustellen. Können wir aus Erzen machen. Hab's schon. Hab's schon. Und wir müssen auch zu der Boss-Truhe, die uns vorhin umgebracht hat. Die hat uns vorhin umgebracht. Hab's schon. Ganz nett. Ein Säbel. Aber unnütz. Könnte er sich mal angucken? Wem soll das denn nützen? Gar kein. Drei plus drei. 3d4. Wir nehmen das. Sieht doch ein bisschen besser aus. Schöner Goblin mit einem Elfenschwert. Sachen genau so wollen wir es haben. Ne? Genau so wollen wir es doch haben. Ja, jetzt finde aber mal alle Räume wirklich, dass ich alle Räume gleich habe. Von da kommen wir. Hier waren wir schon. Hier war auch nichts. Hier war auch nur eine Sackgasse. Hier waren zwei Truhen. Hier war genau der Eingang dafür. Hier war den haben wir schon gelesen. Hier rechts müssten zwei Truhen von gewesen sein. Hier unten, genau. Da waren zwei Truhen, da waren wir. Da sind wir bestimmt hier hochgegangen. Und haben denn hier das Nichts entdeckt. Eine Stufe weiter, hier war das Erz gerade eben noch. Müssen wir hier längs gehen. Hier unten wären wieder die zwei Truhen. Und hier. Und da kamen wir bestimmt. Truhe haben wir. Das war die Boss-Truhe jetzt. Da, das war die Boss-Truhe. Sogenannte. Hier ist nichts. Dann haben wir eigentlich alles entdeckt. Wenn wir an der einen Stelle nach rechts gehen, passiert nichts Großes, oder? Die haben wir. Haben wir die? Hab's schon. Wem soll das denn nützen? Ich glaube, danach haben wir aber echt alles dann, ne? Vor allen Dingen haben wir dann auch gut Geld. Da müssen wir mal echt überlegen, was wir da mit uns holen. Ob wir dann nicht erstmal sagen, komm,
Scheiß drauf. Wir machen erstmal noch nicht die Quest weiter, sondern holen uns dafür erstmal ein bisschen Zeug. Und warten auf die Arena und sowas. Ich glaube, das ist nicht ganz verkehrt. Hoffen wir mal, jetzt haben wir alles. Auf jeden Fall hat sich der Begleiter gelohnt. Meiner Meinung nach. Auch wenn wir jetzt nicht so wirklich guten Loot gefunden haben. Sucht ihr etwas? Verkaufen. Danke für euren Besuch. Gerne, gerne, die gerne. Die besten Rüstungen! Bis bald! Bis dann, Ski. Kommt wieder! Ja, klar! Ich komme hier nochmal in die Scheißstadt. Hallo, wie geht's euch? Fackelig, das ist nun. Müssen wir eigentlich auch hier verkaufen können. Danke! Bitte? Muss ja immer bitte und danke sagen, ne? Das haben wir doch gelernt. Als kleiner Steppke. Oh, was machen wir denn jetzt? Ah, den haben wir verkauft, ne? Ich würde sagen, wir werden jetzt die Erze los. Gehen jetzt zurück in die Anfangsstadt. Dann nach Erisa, beziehungsweise wenn Sonntag ist, machen wir die Arena. Müssten auch mittlerweile schon so viele Level hochkommen können. Man fühlt sich nicht wohl dabei, der Roller zu springen. Aber es tut doch irgendwo gut. Was soll das denn sein? Ich dachte, du warst das. Deswegen habe ich dich extra gefragt. Könnten wir in Erkennung auch nochmal hochmachen, ne? Langt ja so langsam auch nicht mehr. Und in Magie und so. Und Wassermagie muss er eh noch lernen. Müssen jetzt erstmal ordentlich Gold ausgeben. Nicht genug Nahrung mitgenommen. Ich hoffe auch, man hört nicht bei mir im Hintergrund, dass es regnet. Das stimmt mich ganz schön aufs Fenster hier bei mir. Ach, hi, Grit. Hier regnet es auch. Okay. Bin ich ja froh, dass es nicht nur bei mir regnet. Könnte eigentlich mal gut schneien, ne? So für morgen. Weil wie soll sonst der Weihnachtsmann auf dem Schlitten landen können, ne? Gelb und Rot für Krankheiten heilen. Gelb und Rot. Gelb und Rot. Wunderbar! Ach, ich hatte sogar noch einen. Boah, das ist schon mal wieder klar. Muss jetzt nur einmal schlafen gehen. Und dann sind sie alle wieder fit. Bin heute auch nicht so wirklich vorangekommen. Konnte keine Drohnen aufmachen, deswegen habe ich mein Team nochmal geändert. Da habe ich sie jetzt dazu geholt. Ein Feinschmied. Der bringt nochmal plus 6 auf Schlösser knacken. Das hat's auf jeden Fall gebracht. Jetzt kann ich erstmal wieder Schlösser öffnen, zumindest. Nur herein. Bitte sehr. Ja, und sonst habe ich nicht so wirklich viel geschafft. Unter der Steinstadt, die Höhle habe ich noch frei gemacht. Komplett.
Und jetzt wollte ich erstmal gucken, was ich mir so alles kaufen kann. Und es ist natürlich erst Dienstag. Willkommen in der Luftgilde. Sprung. Federfall, Sprung. Schild. Schild ist, glaube ich, auch nicht, aber es ist. Nee. Nichts, wo ich jetzt sage, ja, das brauchen wir. Wollte mich jetzt gerne mal so die ganzen Zauber haben für Flüche entfernen, für Gift entfernen und sowas alles. Willkommen in der Körpergilde. Schwäche heilen habe ich, Gift heilen. Sowas zum Beispiel. Dafür speichere ich aber einmal ab. Willkommen in der Körpergilde. Hä? Warum seid ihr denn noch schwach alle? Habt doch geschlafen, oder nicht? Ach ja. Was sagst du eigentlich hier zu dem zu der Mod, die ich installiert habe? Bisschen grafisch hat sich jetzt ein bisschen was verändert und optisch sieht es ein bisschen besser aus und hier hat das neu angeordnet alles. Ich finde das eigentlich ganz schick. Nur einige Teile sind jetzt auf Englisch. Muss ich nochmal gucken, ob ich das rausbekomme. Wenn man jetzt irgendwelche Briefe hier vorlesen möchte oder so, ist das alles auf Englisch. Willkommen in der Körpergilde. Habe ich jetzt Gift heilen gekauft? Nein, ne? Ah, oh, ist bei dir auch teils Englisch, teils Deutsch. Ich wollte mal gucken, vielleicht muss man ja nicht alles, da war ja eine Auswahlmöglichkeit, was man alles haben möchte. Vielleicht kann man ja irgendwas weglassen und dann geht das. Krankheit heilen ist Meisterrang. Da ist es besser, Tränke zu mixen, okay? Und ich habe jetzt auch vor, mir sie hier als Erdmagierin auszubilden, damit sie später mit Telekinese immer die Truhen öffnen kann. Weil sie kann ja nicht wirklich hochkommen im Schlösser knacken. Und mit dem Begleiter langt sie auch nicht wirklich nachher. Wollte ich das mit Telekinese machen. Aber dafür brauche ich auch irgendwie den Meisterrang. Also dauert das noch erstmal. Regeneration könnte man sich eigentlich auch holen, ne? Ja, genau. Ich habe nämlich kein Dieb oder Monk. Oh. Ich finde aber auch Diebe und Mönche sonst nicht so cool. Irgendwie. Dann mache ich dann lieber den Bogenschützen. Also wenn, hätte ich das ja für einen Bogenschützen ausgetauscht. Willkommen in der Gilde des Geistes. Furcht verjagen ist wichtig. Das will ich mir noch holen. Kostet ja auch nichts. Oder hab ich Furcht? Ich hab keine Furcht. Verjagen, nein. Aber für Erdmagie, um da überhaupt irgendwie mal einen Zauber zu lernen, brauchst du ja schon direkt den Expertenrang. Dafür musst du wiederum Kampfmagier sein. Ich probier's gleich mal. Sonst finde ich nämlich hier Stein zu Fleisch auch wiederum ganz gut, den Zauber. Ja, oder Telekinese ist sogar Meisterrang, ja. Wird noch ein bisschen dauern, aber ich wollte eigentlich dann versuchen, den recht schnell hochzumachen.
Und ich brauche die zweite Beförderung. Die erste wird man wahrscheinlich schaffen. Ich hatte mal gelesen, kann man das schon schaffen? Da braucht man nur durchlaufen. Mit Glück geht das. Aber die zweite Beförderung schaffe ich bestimmt nicht. Willkommen in der Gilde. Was wollte ich jetzt hier kaufen? Furchtverjagung. Mal gucken. Ist ja auch nur Seele. Also wenn kann sie das, und sie kann es nun mal nicht. Doch, Furchtverjagung. Oh, zum Glück habe ich es nicht gekauft. Du brauchst nur die erste, um Meister zu werden. Ach so, okay. Brauch nur die erste Mal. Ah, okay. Aber die erste müsste man eigentlich schon schaffen können. Da müssen wir auch in die gleiche Höhle rein, wenn ich das richtig gelesen hatte, wie für die Quest, die wir für die Zwerge machen müssen. In die rote Zwergenmühle müssten wir dafür rein, meine ich. Und in Effli, oder wie die Stadt heißt, da müssen wir die Quest abholen. Willkommen in der Gilde des Wassers. Giftnebel, Giftnebel, erwachen. Das kann ich jetzt endlich mal lernen. Fantastisch. Willkommen in der Gilde des Wassers. Giftnebel, Giftnebel. Eisstrahl, auch nicht schlecht. Na, aber nehmen wir nichts von. Willkommen in der Gilde der Seele. Zauber schafft eine engere Bindung zwischen Körper und Seele und verzögert so den Tod durch massiven körperlichen Schaden, schützt den Charakter jedoch nicht davor, ohnmächtig zu werden. Sollte dessen Trefferpunkte nach Ablauf der Zauberdauer immer noch zu tief sein, wird er sterben. Ah, okay. Auch nicht schlecht, aber im Moment noch nicht so. Leben erspielen. Nö, davon brauchen wir nichts. Da nehmen wir nichts von mit. Willkommen in der Feuergilde. Feuer, wahrscheinlich nur mal. Entflammt eine Waffe ohne besondere Fähigkeit mit magischem Feuer. So verleiht die Waffe die Fähigkeit des Feuers. Der Zauber bleibt eine Stunde pro Fähigkeitswert in eurer Feuermagie aktiv. Aha. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Kannst du dich ja noch mal kurz holen? Nee, muss ich nicht hochheilen. Ich habe noch ganz viele Erze, davon wollte ich jetzt mal gleich mir ein bisschen noch Rüstung machen lassen in der einen Stadt. Sonst noch irgendwas Nettes? Briefe? Kannst auch beides du haben. Hä? Was soll das denn sein? Immer noch lernen. Quecksilber. Könnte ich auch in die Truhe packen. Hallo, ihr wollt reisen? Natürlich geht's jetzt nur nach Forest. Forest müssen wir aber eigentlich gerade nicht. Warten wir mal einen Tag. Die machen bald auf. Hallo, jetzt. Ihr wollt reisen? Ja, wollen wir. Es geht sofort.
Oh, da könnten wir noch Äpfel oben. Schnell mal nehmen. Und... Hä? Und Hunger, wollte ich sagen. Können wir hier nochmal die Pfeilspitzen verkaufen. Auch nochmal Gold. Wichtig. Können wir hier mal ein bisschen was lagern eigentlich, ne? Das müsste ja eigentlich in der Truhe drinne bleiben. Wenn wir da mal sowas alles hier reinpacken. Oh. Natürlich jetzt ein bisschen dauern. Nicht im... Oh. Gänschen. Hier gibt es keine Tastenkombination, dass ich das direkt in die Truhe geben kann, oder? Wäre nicht ganz verkehrt. Das wäre definitiv nicht ganz verkehrt. Mich ganz schön nervig. Aber dafür haben wir gleich ein schön leeres Inventar wieder. Auch nicht verkehrt. Und das schmeißen wir nochmal rein. Das lassen wir mal alles schön. Vielleicht auch nochmal sie. Müssen wir gleich mal die ganzen Erze hier verarbeiten lassen. Wird es ja wahrscheinlich auch so sein, dass je nachdem, was für ein Erz, wir bessere Sachen rausbekommen, ne? Gerne hätte ich ja für ihn eine Plattenrüstung. Haben wir das mittlerweile schon gelernt? Ja. Hätte hier zwar eine Platte, aber kaufen. Ja. Bei meinem Glück. Das kann doch nicht dein Ernst sein! Schreit er uns wieder an. bei meinem Glück in der nächsten, im nächsten Dungeon kriegen wir bestimmt direkt Plattenrüstung. So, hier mal abspeichern. Was für Waffen wollen wir denn haben? Schwert wäre nicht schlecht. Für ihn hier. Schönes, gutes Schwert. Aber auch eine Rüstung. Stab wäre aber auch nicht schlecht. Für ihn nochmal eins. Und Bogen wäre auch nicht verkehrt. Ich mache erstmal Waffen. Da war Rüstung, ne? Nein, da war Waffen. Ah. Dolch. Dolch. Dreizack. Ist das ein Speer? Eine Art Speer? Aber noch gute... Ich weiß nicht, was das ist. Das war doch... Weiß ich nicht. Oh, weiß es auch nicht. Dann ist es aber, glaube ich, kein schlechtes Schwert. Ist bestimmt kein schlechtes Schwert. Ist das ein Schwert oder ist das ein Dolch? Wem soll das denn nützen? Den Dreizack. Wem soll das denn nützen? Das könnte ja für sie... Ja, sehr schön. Ich, da passt nichts mehr rein. Da passt halt wirklich nichts mehr rein. Jetzt wieder? Ja. Oh! Das erste Mal, dass er überzeugt war von der Sache. Und nicht nur gesagt hat, ich weiß nicht, was das ist. Kenne ich nicht. Wem soll das denn nützen? Kann das hier alles verkauft werden? Brauchen wir nicht. Da wir jetzt eigentlich ein Schwert und ein Dreizack bekommen haben, würde ich jetzt nochmal ein bisschen nach... Oh, wir könnten auch gucken wegen Umhängen und so, ne?
ja auch nochmal Gegenstände hier. Mit den Waffen bin ich jetzt erstmal so zufrieden, der Ausbeute. Auge. Schuhe. Helm. Trinken. Oh, noch ein guter Helm. Ja. Was hat er alles bekommen? Ganz nett. Wasserwandel. Aber unnütz. Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Damit kenne ich mich nicht aus. Das noch wird ein zu Problem. Niedrig, schade. Klinge, das war... Damit kenne ich mich nicht aus. Ist das Stoff? Ihr würdet das auch nicht verstehen. Tut mir leid, kann ich nicht brauchen. Denn ist das, glaube ich... Auch Erde, ne? Erdmagie, ja. Du musst auch Experte werden. Für jeden Zauber musst du da Experte sein. Oh, der Helm. Was soll Helm das denn sein? Weiß ich nicht. Ganz nett. Stiefel. Aber unnütz. Hast du schon Stiefel? Komm, kriegst du die Stiefel. Ah, die Alchemie-Stiefel soll er schon mal behalten. Du hast Stiefel, du eigentlich haben alle... Ja, du hast noch keine Stiefel. Ritter ohne Stiefel. Wo gibt's denn sowas? Wem soll das denn nützen? Da brennt einem ja der Hut! Plus 3 auf Stehlen und Entschärfen. Oh, nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Kriegst erstmal du. Hä? Was soll das denn sein? Wasserwandel müsstest du ja auch irgendwann können. Lagert sie für dich. Beziehungsweise könnten wir ja auch gleich erstmal noch in die Truhe packen, die Lagertruhe. Und das auch eigentlich alles, was wir noch nicht... Wem soll das denn Inferno. Nützen? Inferno. Ganz nett, aber unnütz. Recht starker Zauber, Inferno, meine ich. Hä? Was soll das Kann denn sie sein? Kann auch noch erstmal in die Truhe packen? Oh, das Keine Schwert Ahnung. Interessiert mich. Das müsste doch eigentlich... Aber Langschwert könnte auch beidhändig sein, ne? Aber eigentlich sieht es dafür zu kurz aus. Finde ich. So, jetzt noch 2 Dinge. Was holen wir uns davon? Da gucken wir jetzt nochmal in die Rüstung rein. Komm, zieh nochmal was Gutes raus. Nee. Nee, schade. Mehr hast du nicht, ne? Du hast nix. Du hast nix. Du hast nix. Schade, schade. Da passt nichts mehr ganz nett. Aber wem soll das denn nützen? Oh, dafür kann ich das alles kaufen. Ist das auch ein Speer? Das ist kein Speer, ne? Das wird als Axt gelten, würde ich mal sagen. Das ist Speer? Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Ist doch bestimmt besser, oder? Nee, ist nicht mehr besser. Besonderes. Addiert 1-6 Punkte Feuerschaden. Dann behalten wir den. Speer finde ich cool. Den finde ich gut. Wert. Also 2d6 und... Na gut, 3d6, aber dafür nur plus 4. Und nochmal die Feuerschaden. Das ist ja nun ein einfacher Stab. Guten Tag. Diesmal habe ich auch was für dich. Nicht, dass du mich wieder anmeckerst, dass ich zu viel Geld habe und nichts kauf. Danke, bis dann. Guten Tag, darf ich helfen? Ja, helfen jetzt nicht, lass mir was abkaufen. Danke. Das ist doch auch was. Kann ich euch helfen? Den nochmal verkaufen. Haben wir auch 2,5. Das müssen wir, packen wir alles erstmal vielen Dank. In die Auf Truhe. Wiedersehen. In unsere Lagertruhe.
Also Wasserwandel war ganz gut, dass wir das bekommen haben, finde ich. Und der Helm ist bestimmt auch gut. Im Schwertfall erhoffe ich mir auch viel. Was machen wir jetzt? Gucken wir oben nochmal nach Zaubern, ob wir da noch irgendwas von nutzen wollen, verkaufen wollen. An sich will ich ja noch diesen einen Art Gruppenhilder haben, der das Leben auf alle aufteilt und nochmal plus ein bisschen obendrauf was packt. Willkommen in der Körpergilde. Gift heilen, Schwäche heilen. Schutz vor Magie. Vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Liegende Faust. Oh. Kostet 25 Mal auf liegende Faust. Aber ich glaube, das ist schon... Dann macht er ja, müsste er ja richtig viel Schaden machen. Oder 30 Punkte plus 1 bis 5 Punkte pro Fähigkeitswert. Alter. Der ist für später bestimmt wichtig. Willkommen in der Gilde der Seele. Untote verjagen. Nee, Seelengeißel. Der Zauber verwundet einen Gegner, indem er versucht, die Verbindung zwischen Körper und Geist zu schwächen. So verursacht der Zauber 10 Punkte bis 2 bis 8 Punkte Schaden. Nee. Fluch. Fluch entfernen. Fluch entfernen hatten wir doch aber, oder? Hatten wir Fluch entfernen? Habe ich mich doch vorhin schon gefragt. Ja, doch. Nee, Furcht. Fluch und Furcht. Kann man schon mal verwechseln. Willkommen in der Gilde der Seele. Dann können wir uns die ja eigentlich... Auferstehung will ich mir eigentlich auch holen. Tote aufwecken. Kann man sich aber auch eigentlich sparen, wenn man immer regelmäßig abspeichert, ne? Dann lieber erstmal Fluch entfernen und sowas. Ein neuer Zauber, perfekt! Und hier... Willkommen in der Gilde des Geistes. Geist. Charme. Nee. Ich glaube, der funktioniert auch recht häufig nicht. Nö, ich glaube, dann sind wir mit Zaubertechnisch erstmal wieder ganz gut ausgerüstet. Da war jetzt... Der Krummel war ja nicht da, ne? Den hätte ich eigentlich echt gern heute noch mitgenommen. Willkommen in der Gilde der Seele. Oh. Schade. Bewahrung ist... Zauber betrifft die ganze Gruppe. Ab Meister würde ich den auf jeden Fall mitnehmen. Den würde ich ja recht schnell auch bekommen, vielleicht sogar. Aber muss ich bestimmt Kleriker nochmal einen hochmachen. Weiterbilden lassen. Bevor ich Meister kann, Körper, könnte ich mir vorstellen.